Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Finola. Ich zeige euch heute ein Video für einen Lolli-Anhänger für euer Armband oder für eure Kette. Dafür achten wir jetzt erst darauf, dass der rote Pfeil von uns weg zeigt. Wir haben alle dann die drei Streifen versetzt, also der in der Mitte ist ein Stift weiter vorne. Wir brauchen ein einzelnes Gummi für die Schlaufe nachher. Dann brauchen wir 11 braune Gummis für den Stiel. Und dann brauchen wir 3 Farben, also ich habe jetzt 3 Farben genommen, für den Lolli. Ich habe jetzt Pink, Lila und Rosa. So, wir fangen an mit unserem ersten Gummi, das ist das für die Schlaufe. Das wird von Mitte 1 zu Mitte 2 gelegt. Dann kommt die Farbe für innen als erstes. Bei mir ist das jetzt Pink. Wir gehen von Mitte 2 zu Mitte 3 mit 2 Gummis. So, jetzt gehen wir von Mitte 3 zu Mitte 4. Und von Mitte 4 zu Mitte 5, auch nochmal mit 2. So, jetzt kommt die linke Farbe dran. Bei mir wird das jetzt lila. Wir fangen an bei Mitte 2, schieben dafür die unteren Gummis ein Stück runter. Wir gehen von Mitte 2 zum links 2. So, und jetzt von links 2 zu links 3. Und von links 3 zu links 4. So. Und von links 4 gehen wir jetzt rüber zu Mitte 5. So. Jetzt nehmen wir die andere Seite, die andere Farbe. Wir fangen unten bei Mitte 2 an und gehen zu Mitte 2 rechts. So. Jetzt gehen wir von 2 rechts zu 3 rechts. Wieder mit 2 Gummis. Und von 3 rechts zu 4 rechts. Und von 4 rechts zu 5 in die Mitte. So. Jetzt machen wir unseren Stiel. Dafür gehen wir von Mitte 5 zu Mitte 6. Jeweils wieder mit 2 Gummis. So, von 5 zu 6, dann von 6 zu 7, von 7 zu 8, von 8 zu 9 und von 9 zu 10. So, das war jetzt hier unser Stiel. Jetzt machen wir am letzten benutzten Stift ein Sicherheitsgummi. Das wickeln wir jetzt dreimal um den Stift. Einmal, zweimal, dreimal. So. Dann gehen wir noch einmal hier zu unserem Lolli und müssen da auch noch einmal ein Quergummi ziehen. Das geht vom dritten linken zum dritten rechten. Einmal quer rüber. Ich habe jetzt das Farbe von der Mitte genommen, also Pink. Einmal hier rüber ziehen. Jetzt drehen wir das alles um. Fangen unten beim Stiel an und gehen am Sicherheitsgummi vorbei und holen die unteren beiden Schlaufen und legen die auf den Stift zurück. Das machen wir beim nächsten. Wieder. Bei dem auch. So, vorletzte und das letzte Gummi vom Stiel. Jetzt gehen wir von der Mitte hier nach links rüber. Also holen wir uns die oberen beiden Gummis und gehen nach links rüber. Und blumen einmal komplett die linke Seite nach oben, von links in die Mitte. Jetzt gehen wir wieder hier in die Mitte zurück und holen uns die oberen beiden und gehen nach rechts rüber. Und blumen jetzt einmal die ganze rechte Seite nach oben. Hier jetzt wieder aufpassen, hier ist dieses Quergummi, dass ihr daran vorbeigeht und dann die beiden Gummis holt. So, und hier auch. Jetzt machen wir noch einmal die Mitte. Wir gehen wieder
am Stift vorbei und holen die beiden Gummis hoch. Und beim nächsten und beim nächsten auch hier. So, jetzt haben wir nur noch das Gummi, was nach oben geht, unser Schlaufengummi. Dafür müssen wir jetzt an all diesen Gummis vorbei gleich, um das unterste, das blaue hier, hochzuholen. Also alle zurückziehen, das Schlaufengummi hochholen, über den Stift legen. Jetzt seht ihr, dass das ganz schön gespannt hier ist. Also einmal in den Stift rein, mit der Nadel die Gummis wegziehen und einmal um den Stift so rumkreisen. Dann kann sich das Gummi hier wieder ein bisschen lockern. Jetzt nehmt ihr die beiden Schlaufen auf eure Nadel, zieht sie ab. Jetzt nehmt ihr euch am besten eine Sicherheitsnadel, also beziehungsweise eine Nadel, die euch helfen kann, eine Helfsnadel. Ich habe jetzt hier eine von den Gummibändern, die sind ja immer drin. Also schmeißt sie bloß nicht alle weg, bewahrt euch 5, 6, 7 Stück auf. So viel Platz fressen die ja nicht. Man kann die immer mal wieder gut gebrauchen, gerade bei so Sachen, wo so viele Gummis über einem Stift sind. Also, ihr haltet mit der anderen Hand euer Schlaufengummi fest auf der Nadel, nehmt euch die zweite Nadel zu Hilfe und zieht einmal alle Gummis über den Stift. Wenn ihr jetzt einfach dran reißen wollt, kann es sein, dass entweder das Schlaufengummi reißt oder eins von den anderen Gummis hier. Und das wäre natürlich ziemlich ärgerlich. So, jetzt könnt ihr euch mit der Hand hier einfach weiter behelfen. Alles nach und nach abziehen. Jetzt kann man schon mal sehen, dass wir hier das Lolli-Oberteil haben. Jetzt noch den Rest. Ups, Entschuldigung, das ging ab in die Kamera. So, jetzt haben wir hier noch zwei Schlaufen auf der Nadel. Da ziehen wir die vordere durch die hintere. Und ziehen es einmal fest. So, können wir die Nadel wegpacken. So, und das ist der Lolli. Ich finde ihn ja immer zuckersüß. Ich mag sowieso gerne Lollis, da wohl mal ganz ab. Und die können wir natürlich auch wieder gut als Anhänger nehmen. Auch für einen Schlüsselring. Dafür könnt ihr euch einfach so eine Schlüsselring-Rohlinge, kann man sich online bestellen. Gibt es auch in ganz vielen Bastelläden schon. Da gibt es auch für Anstecknadeln, Rohlinge oder für Ohrringe. Man könnte natürlich auch ganz witzige Ohrringe damit machen. Einfach jetzt hier oben durch die Schlaufe eine Kreole legen und dann hättet ihr mal einen außergewöhnlichen Ohrring, den sonst wahrscheinlich keiner hat. Aber gut für heute. Wir machen jetzt hier gleich Schluss. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir wieder eure Kommentare da, damit ich weiß, was euch stört, was ihr euch wünscht, ob es euch gefallen hat oder auch nicht. Und wir sehen uns morgen dann wieder. Tschüss!